volevo comunque dass diese Partnerschaft zwischen Cyprien d'Assange und Penzing überhaupt aufgebaut worden ist, war auch der Verdienst zweier Frauen, die leider zwischenzeitlich schon verstorben sind. Es waren Frau Gerda Böttner und Frau Lucia Palmer aus Penzing. Sie haben mit der Anregung, den Kontakt zur Gemeinde Cyprien d'Assange herzustellen, den Boden für die spätere Gemeindepartnerschaft bereitet. Daher werden wir Sie als Ideengeberinnen in unserem Gedächtnis bewahren. Die Begegnungen und der Austausch der Menschen aus Penzing in Deutschland und Cyprien in Frankreich trägt im Kleinen dazu bei, dass wir in Europa nicht nur näher zusammenkommen, sondern es geht auch darum, dass wir unseren kulturellen Reichtum und die sprachliche Vielfalt uns gegenseitig näher bringen. Somit tragen wir dazu bei, dass auf kommunaler, lokaler Ebene ein europäisches Bürgerbewusstsein gefördert wird. Wir alle wünschen uns doch, dass wir Menschen in Europa dauerhaft in Frieden und Freiheit zusammenleben können. Und Verständigung mit den Nachbarn ist die beste Voraussetzung für eine friedliche Zukunft. Partnerschaften leisten einen wertvollen Beitrag zu unseren guten Beziehungen. Daher wollen wir sie sorgfältig pflegen und ausbauen. Mit unserer Partnerschaft verbunden ist der Wille, dass wir unsere interkulturellen Gemeinsamkeiten, aber auch unsere Unterschiede kennenlernen, dass wir sie verstehen und sie auch respektieren. Wir müssen in diesem Lernprozess immer auch unsere Kinder und Jugendlichen intensiv einbeziehen, damit sie bereits groß werden mit dem Gedanken der Freundschaft und des Austausches und des Zusammenlebens. Daher liegt mir der Schüler- und Jugendaustausch besonders am Herzen, auch wenn die räumliche Entfernung zwischen uns groß ist. Aber im Zeitalter von Internet und den neuen Medien, Skypen, Chatten, ist es absolut möglich, diesen intensiven Kontakt entstehen zu lassen. Erneuern wir heute den Beschluss, den wir vor 10 Jahren gefasst haben. Lasst uns gemeinsame Projekte vorantreiben und unsere Partnerschaft durch viele Begegnungen weiter vertiefen. Ich hoffe, dass an diesem Wochenende viele neue Kontakte und Freundschaften zwischen den Bewohnern unserer 3 Gemeinden, Cyprien d'Assange, Forciano und Penzing entstehen und die bestehenden Freundschaften sich weiter verfestigen. Auch unsere gemeinsamen Feste tragen dazu bei, dass wir uns näher kommen, und deshalb freue ich mich, dass Sie alle heute hier sind, um eben gemeinsam zu feiern. Besonders freut es mich, dass so viele junge Menschen gekommen sind. Auch aus unseren Partnergemeinden Cyprien und Forciano sind viele junge Menschen angereist. Und das beweist doch, dass unsere Freundschaft wirklich lebt